Willkommen bei einer neuen Woche mit uns. Wir sind in Uruguay. Und heute gibt es was absolut Besonderes: Kassler in der Pampa. Wir verlassen Montevideo und machen uns auf Richtung Pampa. Unser nächstes Ziel ist Atlantida. Wir sind angekommen und sehr gespannt, was uns hier erwartet. Süße, na meine süße Mausi, willkommen zu einer neuen Woche mit uns, genau. Willkommen in der Pampa. Wir stehen hier in Uruguay zwischen lauter Kiebitzen, die hier rumfliegen und uns attackieren, weil es ja Bodenbrüter sind. Und hier ein Geschrei abziehen, was hier unglaublich ist. Auf jeden Fall sind wir seit letzter Woche wieder mit unserem Busverein total glücklich. Hermann ist wieder da. Und die Familie ist wieder komplett. Wir sind bereit, unseren großen Roadtrip, unser Abenteuer zu starten. Allerdings, bevor es losgeht, folgen wir erstmal einer Einladung. Ich habe doch vor 2 Monaten ein Video hochgeladen, in dem ich über meine Krebserkrankung spreche. Und das Video hat nicht nur unglaublich tolle Kommentare erzeugt, sondern was mich am allermeisten berührt hat, ist, wie vielen Menschen ich helfen konnte, die vergessen hatten, dass es das Wichtigste ist, den Augenblick zu leben und einfach immer das zu machen, worauf man Lust hat, weil das Leben ist einfach viel zu kurz und es kann viel zu schnell enden, als dass man irgendwie sagt, ich werde es irgendwann mal in 10 Jahren machen. Der Mensch, der mir diese Motivation beigebracht hat, der mir sozusagen diese Art und Weise zu leben in den Kopf gesetzt hat, der ist also einer meiner besten Freunde und der ist leider letzte Woche verstorben. Er hat auch Krebs gehabt und er hat es nicht überlebt. Aber man muss eins dazu sagen, er ist bis zur letzten Minute hochmotiviert gewesen, hat gelacht, hat Dinge unternommen, hat unter größten Schmerzen sogar noch auf der Bühne gestanden und Motivationsseminare gehalten. Also ich ziehe davor den Hut. Und er ist nicht mal 50 geworden und hinterlässt 3 Kinder. Also wirklich ein hartes Schicksal. Ruhe und Frieden, mein Freund, echt. Nimmt mich schwer mit. Ihr wisst ja, dass wir seit meiner Erkrankung auch eher aus dem Bauch heraus leben, also Entscheidungen einfach nach Gefühl treffen und nach dem, was uns gerade in dem Augenblick wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Uns hat vor 3 Wochen jemand kontaktiert auf unserer Webseite und hat gesagt, wenn ihr in Uruguay seid und euer Auto abholt, dann kommt mich doch einfach mal besuchen, mich und meine Familie. Und derjenige heißt Michael, ich kannte ihn nicht. Ja, wie gesagt, der hat sich bei uns auf der Webseite gemeldet und wir haben gesagt, weil wir ja alles aus dem Bauch heraus entscheiden, das gucken wir uns an. Wir sind hierher gefahren. Wir wussten absolut nicht, was uns erwartet.
Ja, aber Michael und seine Familie, die leben nicht nur hier auf dem wunderschönen Stück Land mit den Pferden, Kühen und allem drum und dran. Nee, die verkaufen deutsche Produkte auf dem Markt und Laugenbrote, Wurst, Kassler, zigtausend Marmeladen, Grillsoßen, Chutneys, Senf. Und jetzt kommt's, alles aus eigener Produktion. Alles Handarbeit. Und zwar vom Senfkorn bis zum fertigen Produkt. Ja, wir waren am Samstag auf dem Markt bei denen und haben geguckt, wie die da ihre Produkte verkaufen. Und ich pick mir mal eins raus. Wir haben ja schon probiert. Senf. Senf ist sowas ganz Einfaches. Ja? Aber jeder von euch, der noch niemals frischen Senf gegessen hat, der weiß gar nicht, wie Senf schmeckt. Also ich wusste bis vor 3 Tagen nicht, was richtiger Senf ist. Scheinbar, ich habe mal gedacht, dass ich es wüsste, aber ich weiß, wusste es nicht. Und wenn es wirklich vom Korn an, also Senfkorn rein, Gewürze rein, Essig rein, Wasser rein und dann durch die Senfmühle mahlen, bis da hinten die gelbe Paste rauskommt, das ist was völlig anderes und ein Geschmack, der dir wirklich die Ohren weghaut. Also absolut geil. Und ich nehme mal noch eins vorweg. Wir kriegen von denen nichts dafür. Wir wussten auch nicht, was uns hier erwartet. Wir sind hergefahren und sind jetzt, wie soll ich sagen, also so überrascht, was man alles per Hand herstellen kann, wenn es nicht zu kaufen gibt. Also einzigartig. Und deswegen wollen wir euch das hier im Video zeigen. Geil. Wir gehen auf den Markt. Und zwar da, wo Michael und seine Familie die ihre Produkte verkaufen. Wir sind total gespannt, weil die sagen, gerade die Uruguayer nehmen halt das deutsche Brot, die deutsche Wurst, die deutsche Marmelade ohne Ende. Ja, und wir sind total gespannt, wie das hier ist. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich einladend aus. Und wir haben ja eh immer Bock auf Markt, weil genau da kann man vernünftig kaufen und Produkte, die noch irgendwie Hand und Fuß haben und nicht nur industriell hergestellt sind. So, und jetzt sind wir gespannt, was wir hier entdecken können. El río fluye, nunca solo está. So, hier ist der Stand. Wo die wohnen, muss man echt sagen, also Michael und seine Familie, die haben hier echt einen richtig coolen Ort, weil, aber gut, Uruguay ist dafür bekannt, es gibt ellenlange Sandstrände. Wir haben seit Dänemark sowas hier nicht mehr gesehen. Also der Strand ist über 100 Meter breit, total weiß, total toller Sand von Dünen gesäumt. Das ist echt ein wunderschöner Ort und so ist die gesamte Küste in Uruguay. Also wer Strandurlaub machen möchte und dem das blaue Meer egal ist, weil das Meer ist hier sehr braun, weil es eigentlich ein Fluss ist, ist ja der Rio Plata, der hier reingeht. Und der Ort ist echt super geil, also was soll ich sagen, top. El río fluye, nunca solo está. Un corazón destruido no deja de palpitar. Es huevo de caracola negra. No, Italia es muy linda. Yo soy de Milán.
Mi amor es blanco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Geil, schön, dass ihr uns eingeladen habt. Dankeschön. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, absolut. Ich wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet. Wir sind ja in Montevideo gelandet und dein Vater hat mich angeschrieben und dementsprechend sind wir hier gelandet. Jetzt kriegen wir erstmal Besuch hier vom Pferd. Ist ja auch geil. Cool. Das ist alles eure Produktion? Das ist alles von euch? Ja, korrekt. Alles Hausmannsware. Ah, Mann, ihr seid echt krass. Und warum macht ihr das selber? Gibt es das hier nicht zu kaufen in irgendeiner Art und Weise? Nein, also in Uruguay gibt es sowas nicht. Also wenn du ein schönes Laugenweckle willst oder ein Kassler, Räucherware oder schöne Trockenwurst, musst du es einfach selber machen. Deine Mutter hat gesagt, ihr macht auch den Quark für den Käsekuchen selber. Stimmt das? Ja, komplett. Ihr seid so krass, echt. Und Käsekuchen, ja, der schmeckt übrigens richtig, richtig lecker. Wie kommt der bei den Uruguayern an? Also die Uruguayer kennen ja hauptsächlich den amerikanischen Käsekuchen und unsere haut sie natürlich da vom Hocker. Cool, freut mich, echt geil. Ja, ich habe gesehen, das Allerverrückteste ist ja euer Marmeladensortiment. Wie viele Sorten macht ihr da? Wir machen rund um die 25 Sorten Marmelade und darunter auch verschiedene Mischungen hauptsächlich. Echt, ihr seid so krass, ja. Und ich habe es ja schon probiert, kann ich sagen, aber ich lasse bei Ihnen antworten. Was ist denn so die verrückteste Sorte Marmelade, die ihr herstellt? Also die mit Abstand verrückteste passt auch schon der Name, das wäre unsere La Loca. Loca heißt verrückt übrigens, ja. Und auf jeden Fall, die ist mit Erdbeere, Himbeere und Maracuja. Mhm. Eine sehr schmackhafte Mischung zwischen Waldfrüchten, Gartenfrüchten und halt einer tropischen Frucht. Also, und die kommt auch hammergeil an. Mega, mega lecker. Also wir sind schwer überzeugt von dem Zeug. Wirklich geil. Und natürlich auch mit über 65% Fruchtanteil. Das Kassler ist auch von euch, oder? Ja. Die machen Kassler hier. Die machen echt Kassler in der Pampa. Das ist der mega Knaller. Ja? Grillsoßen macht ihr auch, habe ich gesehen? Ja, haben wir einige verschiedene. Eine sogar hier. Hammer. Und der Senf ist auch von euch, ne? Ja, komplett. 100% hausgemacht. Echt? Ich muss da gleich nochmal probieren. Ihr sagt uns ja immer, dass wir in unserem Kanal so viel leckeres Essen zeigen. Also hier, das ist der absolute Mega-Knaller. Und dafür muss man erst nach Uruguay fahren. Hammer. Ich habe im Internet gesehen, dass ihr auch ein Restaurant hier hattet. Das wäre ja eigentlich der Ort, den wir gesucht haben, als wir hergekommen sind und landen dann auf der wunderschönen Finca hier. Ja, wir hatten in der Stadt Atlantida noch letzten Sommer ein Schnellrestaurant. Okay. Was auch schön gelaufen ist. Und was gab es da für Spezialitäten? Ja, unter anderem Hamburger, Chivito, aber natürlich auch unsere Hausmannskost. Okay. Alles zur Verfügung. Okay. Und was macht ihr heute auf dem Grill? Heute dürft ihr den besten Chivito Uruguays probieren. Ja, wir sind gespannt. Cool. Was eine geile Außenküche. Ja. Geil Publikum auch. Das ist ja echt fett. Und Chivito ist was genau? Chivito ist so das traditionellste, was der Uruguayer kennt, vom Plancha. Mhm. Das ist so was wie, ja, wie soll ich das sagen, wie ein Hamburger in länglichen Form, mit Rinderfleisch. Mhm. Und die Uruguayer machen da viel Eingelegtes drauf, das lassen wir weg. Mhm. Wir machen das frische Sachen, Salat, Zwiebeln, Oliven, Paprika. Unsere eigene Chivito-Soße. Mhm. Und dann kommt Jamon, also Schinken, Capo Pollo, unser eigener geräucherter.
unser eigener Speck und Mozzarella kommt da drauf. Das ist richtig geil. Ja. Und sowas draußen direkt vor Pferden, das ist ja gut. Ja, ja. Ich fall ab, das ist ja echt richtig fett. Das sieht voll lecker aus mit dem Ei und dem Käse und dem Speck. Ich fall ab. Ja, ne? Sehr gesund. Extrem. Aber wenn Fast Food, ja, bei ganzem Ernst, dann richtig. Also ich finde es ja völlig bescheuert, wenn du sagst Fast Food und dann hast du irgendwie so einen Salat mit Croutons. Nee. Fast Food ist Fast Food. Es darf schon was Frisches dabei sein, aber ja, nicht zu viel, ne? Es soll schon frisch sein, aber ganz im Ernst, Fast Food ist fett. Fett, ja, mit vernünftigem Käse, mit viel Geschmack und dann noch einer guten Soße, was daneben dran ist. Es kann schon viel sein, meines Erachtens nach. Aber weißt du, was ich meine, wenn es denn so ein... Naja, Barbecue mit Vegetariern ist dann ist auch mal doof. Bin ich auch der Meinung. Boah, das Fleisch sieht so lecker aus, ey. Ist es auch. Wir haben da einen guten Trick angewandt, sodass wir zartes Rinderfleisch benutzen können und das zerläuft so förmlich im Mund. Ja, dein Vater hat schon gesagt, dass der normale Chilito eigentlich ein Steak ist, aber dadurch hast du ja immer die Maserung und ab und zu ziehst du dir das Fleisch vom Brot. Ganz genau. Und bei euch ist es ja so, dass ihr das irgendwie, also wenn ich es richtig sehe, wieder zusammenpresst, aber dadurch keine Maserung mehr drin ist, ne? Ganz genau. Also wie wir es jetzt genau machen, das darf ich natürlich nicht sagen, dass es getiept sein muss. Aber so in die Richtung. Was kommt da für eine Soße drauf, wenn ich fragen darf? Ja, da kommt eine Knoblauchsoße drauf. Eigenkreation. Die Uruguayer essen das immer mit Mayo und Ketchup. Mhm. Fanden wir ein bisschen zu langweilig, deswegen haben wir den ein bisschen aufgepeppt. Provecho. Hammer. Muchas gracias. Muchas gracias. Echt super lecker, wow. Ey. Der Geht Hammer. Voll total. Qué rico. Also ihr verpasst echt was. Sehr lecker. Eine kulinarische Reise bei Rauthausbus mit uns um die Welt, durchgefressen, einmal durch den Planeten. Das ist ja der Knaller. Mm. Hamburger ist das eine, Chivito ist das andere. Echt lecker. Ja. Freut mich. Danke. Ja, das war richtig geil. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben, wie gesagt, nicht gewusst, was uns erwartet. Wir sind schwer angetan von dem, was wir hier gesehen haben. Eine Familie, die vor 15 Jahren mit 3 Kindern ausgewandert ist aus Deutschland. Und heute, wie soll ich sagen, immer noch Tradition bewahrt und im Endeffekt sozusagen alle anderen Deutschen hier glücklich macht mit Kassler in der Pampa. Das ist schon sehr, sehr geil. Außerdem schön zu sehen, die Kinder übernehmen mittlerweile den Hof. Da kann Vater richtig stolz sein. Das ist eine geile Nummer. Also danke nochmal, Michael. Ja, und für uns alle geht's jetzt los. Jetzt beginnt der Roadtrip. Jetzt geht's auf die Piste. Wir fahren heute Abend noch Richtung Rio Negro, rein ins Inland von Uruguay. Wildnis und ja, was Neues sehen. Das alles kommt aber in der nächsten Folge. Für heute ist erstmal Schluss. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao. Baby, sag mal tschüss. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Gracias. Adios. Gracias. Tschüss.